Liebe Hörerinnen und Hörer, bei meinem Bericht über das neu eröffnete Fubang Kunstmuseum hatte ich vor einigen Wochen auch das wertvollste Werk im Besitz des Museums erwähnt, ein Gemälde des chinesischen Künstlers Zhang Yu oder San Yu, wie er sich im Ausland nannte, das vom Fubang Museum für 10 Millionen NT-Dollar erworben worden war, nun aber etwa 100 Millionen NT-Dollar wert sein soll. Schon von den 10 Millionen NT-Dollar hätte der Künstler gut leben können, doch wie es das Schicksal wollte, hatte er zu Lebzeiten nur sehr wenige Bilder verkaufen können und viele Jahre mit großen finanziellen Schwierigkeiten in Paris gelebt. Er war einer der ersten chinesischen Künstler gewesen, die den Weg nach Paris gefunden hatten, und im Gegensatz zu anderen Künstlern, die nach einer gewissen Zeit nach China oder Taiwan zurückgekehrt waren, je nachdem, woher sie gekommen waren, blieb er den Rest seines Lebens dort. Nach seinem Tod war in seiner Wohnung sogar ein ausgefüllter Einbürgerungsantrag gefunden worden. San Yu war am 14. Oktober 1895 in eine reiche Familie in Nanchung in der chinesischen Provinz Sichuan geboren worden. Seine Familie besaß eine der größten Seidenwebereien in Sichuan. Dank des Reichtums der Familie wurde er zu Hause unterrichtet, wo er unter anderem Kalligraphieunterricht bei dem Kalligraphen Zhao Xi erhielt, während ihm sein Vater, der für seine Pferde- und Löwenbilder berühmt war, Unterricht in der chinesischen Malerei gab. Sein 37 Jahre älterer Bruder Zunming unterstützte ihn in seinen künstlerischen Bestrebungen und seinem Entschluss, Anfang der 20er Jahre nach Paris zu gehen. Im Gegensatz zu den meisten anderen ausländischen Kunststudenten in Paris bemühte er sich nicht um eine Aufnahme in die Nationale Kunsthochschule, sondern zog das weniger akademische Umfeld der Académie de la Grande Chaumière vor, die ihm viele Möglichkeiten für Aktskizzen bot. In dieser recht freien Umgebung konnte er mit westlichen Sketchtechniken experimentieren und die Linien der menschlichen Form zum Ausdruck bringen. Viele dieser Zeichnungen fertigte er, der ja gute Kalligraphiegrundlagen besaß, auch mit Pinsel und Tusche an. Ihm ging es nicht so sehr um die Anatomie des Körpers, sondern um die Schönheit und Empfindsamkeit der fließenden Linien. Mit nur wenigen Pinselstrichen war er in der Lage, die Essenz seines Sujets festzuhalten. San Yu war von der Vitalität der Stadt in jenen Jahren fasziniert. In der Akademie traf er auch seine spätere Frau, eine junge Französin, doch obwohl sie auch schöne Zeiten zusammen verbracht hatten, zerbrach die Ehe letztendlich an Geldsorgen, denn die finanzielle Unterstützung, die ihm sein Bruder aus China zukommen ließ, wurde immer rarer. Einerseits lief das Geschäft der Seidenweberei nicht mehr so gut, andererseits hatte sein Bruder Probleme mit einem Leberleiden, das ihm schließlich 1931 das Leben kostete. Von da an erhielt er von zu Hause keine finanzielle Unterstützung mehr. Die Zusammenarbeit mit einem Kunsthändler namens Rocher verlief auch nicht so erfolgreich, wie er sich das vorgestellt hatte, weshalb die beiden wieder auseinandergingen. Allerdings hatte er es wohl diesem zu verdanken gehabt, dass er den Weg zur Ölmalerei fand. Zwischenzeitlich hatte er versucht, einen von ihm erfundenen Sport, den er Ping-Tennis nannte, zu etablieren und sich damit finanziell unabhängig zu machen. Dies war eine Mischung zwischen Ping-Pong und Tennis. Nach anfänglichen Erfolgen setzte sich der Sport schließlich doch nicht durch, woraufhin er sich wieder auf die Malerei konzentrierte. Es gab zwar immer wieder Freunde, die ihn auch finanziell unterstützten, doch dies war gewöhnlich nicht ausreichend, weshalb er sich seinen Lebensunterhalt als Tischler und durch das Bemalen von Möbeln verdienen musste. 1963 hatte der Erziehungsminister der Republik China auf Taiwan, der ebenfalls aus Sichuan stammende Huang Jilu, Paris einen Besuch abgestattet. Er hatte Zhang Yu eine Lehrstelle in der Kunstabteilung der Nationalen Pädagogischen Hochschule angeboten und vorgeschlagen,
er solle im Nationalen Geschichtsmuseum eine Einzelausstellung abhalten. Diese Angebote soll er freudig angenommen und als die Chance auf einen Neuanfang begriffen haben. 1965 wählte er daher 42 Werke aus, die er nach Taiwan schickte. In Vorbereitung auf seine Reise stellte ihm die Regierung der Republik China auf Taiwan einen Reisepass aus. Kurz vor seiner Abreise nach Taiwan beschloss er jedoch unvermittelt, er wolle zunächst noch die Pyramiden in Ägypten besuchen. Damals hatte Ägypten jedoch bereits die diplomatischen Beziehungen zur Republik China auf Taiwan abgebrochen, weshalb die ägyptischen Behörden ihm mit diesem Pass kein Visum gaben. Er, der politisch ziemlich unbedarft war, ging daraufhin zum Konsulat der Volksrepublik China, denn er dachte, dass man den Pass einfach austauschen könne. Er erhielt dort zwar einen neuen Pass, musste den der Republik China jedoch als Pfand zurücklassen. Doch als er nach der Ägyptenreise diesen Pass wieder zurücktauschen wollte, war das natürlich nicht möglich, weshalb er nun nicht mehr nach Taiwan reisen konnte. Am 12. August 1966 wurde er tot in seiner Wohnung aufgefunden. Er war an einer Gasvergiftung gestorben. Ob absichtlich oder aus Versehen, konnte nicht eindeutig nachgewiesen werden. Die Werke allerdings, die bereits in Taiwan eingetroffen waren, wurden, da sie von niemandem abgeholt wurden, vom Erziehungsministerium an das Nationale Geschichtsmuseum zur Verwaltung übergeben. Ausstellungen der Werke in diesem Museum waren schließlich mitverantwortlich für die Steigerung seines Ansehens und des Wertes seiner Bilder. Daher meldete sich im Jahr 2017 ein Neffe des Künstlers, der die Herausgabe der Werke seines Onkels forderte, doch das zuständige Gericht in Taiwan gab dem Antrag wegen der bestehenden Erbschaftsbestimmungen zwischen den beiden Seiten der Taiwanstraße nicht statt. Derzeit läuft im Nationalen Geschichtsmuseum in Taipei wieder eine Ausstellung mit diesen Werken des Künstlers. Die Zahl ist inzwischen auf 44 angestiegen, ergänzt durch Bilder taiwanesischer und chinesischer Künstler, die ebenfalls eine Zeit lang in Frankreich studiert hatten. Die Ausstellung umfasst seine drei großen Themen, nämlich Aktbilder, einsame Tiere in grandiosen leeren Landschaften und Vasenblumen. Tatsächlich waren die Themen seiner Malerei nicht sein Hauptanliegen. Stattdessen bemühte sich Sanyu, seine Motive, seien es Tiere, Akte oder Stillleben, auf ihre Essenz zu reduzieren. Sein minimalistischer Ansatz, der von seinen chinesischen Wurzeln geprägt war, die mit der aufkommenden europäischen Moderne verbunden waren, verschmolz eine sinnliche Linearität mit einer räumlichen Gelassenheit. Er kommentierte einmal, Zitat, »Ich habe nichts in meinem Leben, ich bin einfach ein Maler. Was meine Arbeit betrifft, so weiß man, wenn man sie betrachtet, genau, worum es geht. Alles, was meine Arbeiten ausdrücken, ist Einfachheit.« Zitat Ende. Bei dieser Ausstellung unter dem Titel »Das Anderswo der Anderen« sind, wie gesagt, auch Bilder taiwanesischer und chinesischer Künstler zu sehen. 1930 kamen zum Beispiel vier taiwanesische Künstler, die zunächst in Japan studiert hatten, unter verschiedenen Umständen nach Frankreich, nämlich Chen Xingfen, Yan Shuilong, Liu Qixiang und Yang Sanlang. Nach dem Zweiten Weltkrieg trafen fünf chinesische Künstler in Paris ein, darunter zwei Künstlerinnen. Xi Dejin, der ursprünglich aus Sanyus Heimatstadt in Sichuan stammte, reiste im Jahr 1963 nach Paris. Als er die Stadt 1966 verließ, um nach Taiwan zurückzukehren, begleitete ihn Chang Yu zum Flughafen, nicht ahnend, dass sie sich nicht wiedersehen würden. Chang Yu hatte in Paris also das Leben von drei Generationen chinesischer Künstler verbunden.